So, Herr Eck, wir haben uns hier getroffen, um für die Staatsanwaltschaft den Tathergang nachzustellen, und zwar nach Ihren Angaben. Behilflich wird uns dabei Kriminaloberkommissar Rinser sein. Hallo, Erhard. Grüß dich. Ja, dann erklären Sie uns doch mal, wie und wo Sie genau gestanden haben. Also gestanden habe ich genau hier, Position eingenommen, ersten Schüsse abgegeben, Kopfhörer natürlich auf. Kopfhörer haben Sie getragen? Ja, ja. Gut. Bis ich dann den Schlag auf den Hinterkopf verspürt habe. Danach bin ich halt zusammengebrochen. Als ich wieder aufgewacht bin, hatte ich eine Augenbinde vor den Augen, die Kopfhörer waren ab und mit der Pistole an der Schläfe wurde ich dann Richtung Schießscheiben gedrängt. Mhm. Und letzten Endes waren Sie dann so gefesselt wie unsere Puppe jetzt zu Demonstrationszwecken, nämlich mit einem Seil und Kabelbindern. Genau, also ich stand dann halt so da und dann unmittelbar danach habe ich gleich gehört, wie die ersten Schüsse halt neben mir eingeschlagen sind. Zu den Schüssen jetzt genau, wie war die Schussabfolge? Also ich stand halt mit dem Rücken da und habe dann halt gemerkt, dass rechts neben mir 1, 2, 3 immer näher die Schüsse gefallen sind, bis ich dann dachte, okay, jetzt irgendwann muss es mich treffen, bis der erste Schlag im rechten Oberschenkel, dann auf dem linken und dann bin ich halt zusammengebrochen auch schon. Ne? Ja, gut, dann würde ich sagen, leg mal bitte los. Okay, Kopfhörer aufziehen. Herr Eck, ist das so gewesen? Genau so war es. Also letztendlich wollte man mich abschießen. Heran, schlug ihn mit ihrer Pistole nieder, fesselte ihn an eine Schießscheibe und schoss ihm mit 2 gezielten Schüssen in beide Oberschenkel. Viktor Eck kann seitdem sein linkes Knie dauerhaft nicht mehr bewegen. Katrin Bessler wird daher wegen schwerer Körperverletzung in Tateinheit mit Freiheitsberaubung angeklagt. Verbrechen strafbar gemäß Paragraphen 226, 239, 52 Strafgesetzbuch. Vielen Dank, Herr Staatsanwalt Römer. Herr Rechtsanwalt Höch, wird Ihre Mandantin Angaben machen zur Sache? Ja, sie wird. Sie kennen ja die Anklage, Frau Bessler. Was sagen Sie dazu? Ich habe mit der Sache nichts zu tun. Tatsache ist, da sitzt jemand, den man anklagen sollte. Er hat meinen Mann umgebracht. Ja, und dazu auch noch einen Kollegen. Und wenn Sie mich fragen, wenn es nach mir ginge, dann wäre er jetzt tot. Das ist doch nicht dein Ernst. Hörst du dir überhaupt zu, was du sagst? Ich meine, wer soll denn dir hier noch glauben nach der Aussage? Ich meine, guck dich doch mal an, was ist mit dir passiert? Was hast du mir angetan? Was würde Achim sagen, wenn er dich so sehen sollte? Nimm seinen Namen nicht in den Mund. Nicht du. Und du kannst mir auch gestohlen bleiben mit deiner verhohlenen Trauer und mit all dem. Ich glaub dir nicht und sonst auch keiner. Nein. Und das stimmt. Das stimmt. Hätte ich auf dich geschossen, dann würdest du hier nicht mehr sitzen. Frau Bessler, also ich glaube, jeder im Saal hat jetzt wirklich ihr Motiv für diese Tat verstanden. Das Motiv, das wir bei Ihnen vermuten. Sie machen ihn nach wie vor für den Tod Ihres Mannes verantwortlich. Ich habe nicht auf ihn geschossen. Wie oft soll ich das sonst noch sagen? Vielleicht darf ich die Tat doch mal so rekonstruieren, wie Sie es gerade schon angesprochen haben, Frau Vorsitzende. Wenn ich um die Tatortskizze bitten dürfte. Bitte, ja. Sie haben doch, Frau Bessler, mehrfach und kurz vor der Tat noch, die Projektile nehme ich auch direkt mit, bitte, vor Zeugen gedroht, ihm etwas anzutun und sich dafür zu rächen. Und jetzt stelle ich das nochmal dar, wie es abgelaufen ist. Er befand sich am Schießstand. Sie sind am 4. Oktober gegen 21 Uhr dort hingekommen. Sie haben sich von hinten an ihn herangeschlichen. Er konnte natürlich nichts merken, weil man Schutzhörer aufträgt und weil sein Blick auf die Richtung der Schießscheibe gerichtet war. Sie haben ihn niedergeschlagen mit einem stumpfen Gegenstand. Den stumpfen Gegenstand können wir nicht eindeutig identifizieren. Wir gehen aber davon aus, dass es der Griff Ihrer Pistole gewesen ist. Und Sie haben ihn dann, nachdem er wieder zu sich gekommen ist und Sie ihn erstens gefesselt hatten, zweitens ihm eine Augenbinde aufgetan haben, hier hinten hingedrängt, haben ihn dann an die Schießscheibe weiter erneut gefesselt, haben sich dann wieder hier vorne hingestellt und dann haben Sie 2 Schüsse abgegeben. 2 gezielte Schüsse, den einen Schuss in diesen Oberschenkel, den anderen Schuss in diesen Oberschenkel, den linken Oberschenkel, den habe ich hier eingezeichnet, weil der dazu geführt hat, dass er sein Bein auf Dauer nicht mehr bewegen kann. Ist steif geblieben. So, und das sind die Projektile, die wir sichergestellt haben. Das sind Projektile eines Kalibers, der Waffe, die Sie besitzen oder besessen haben. Also Herr Staatsanwalt, eins ist doch schon mal klar. Herr Eck ist von hinten niedergeschlagen worden. Danke. Dann ist er wieder zu sich gekommen und dabei waren beide Augen verbunden. Er kann also meine Mandantin gar nicht gesehen haben. Und dann stellt sich natürlich mir die Frage, Herr Eck, wie kommen Sie eigentlich dazu, meine Mandantin so zu belasten? Sie haben den Täter nicht gesehen. Wollen Sie sich an ihr rächen, weil sie dahingehend belastet, dass sie der Meinung ist, dass sie am Tod ihres Mannes maßgeblich daran beteiligt waren? Das ist doch völliger Quatsch, was Sie hier sagen. Natürlich habe ich niemanden gesehen, weil sie ja von hinten kam. Aber das ist doch auch Katrins reine beste Sache gewesen, dass sie von hinten gekommen ist. Ich brauche ja niemanden zu belasten. Da sitzt die Mutmaßung. Keine Mutmaßung. Reine Mutmaßung. Nee.
Frau Bessler, haben Sie denn eine Erklärung für die Indizien, die gegen Sie sprechen? Können Sie das entkräften? Es sind ja nicht nur die Projektile, die passen vom Kaliber her auf die Waffe, für die Sie eine Zulassung besitzen, von der Sie behaupten, sie sei zufällig seit dem Tatabend verschwunden. Das ist dann natürlich nicht mehr so einfach zu glauben. Wir haben Fingerabdrücke von Ihnen gefunden dort und wir haben mehrere Zeugen, die Ihr Auto am Tatabend an dem Schießstand gesehen haben. Können Sie das in irgendeiner Weise erklären, erläutern, sonst was? Das ist kein Problem. Bitte. Ich bin an dem Abend joggen gewesen. Ich mache das öfter mal und habe halt da geparkt. Und zu dem Schießen, ja, als ich mit Achim zusammengekommen bin, hat er mir klargemacht, wie gefährlich das ist in der Nacht mit der ganzen Gewaltbereitschaft, die sich steigert immer mehr, dass man sich einfach schützen muss. Und dann ist er mit mir natürlich auf diesen Schießstand gefahren und hat mit mir geübt. Ja, und dabei habe ich natürlich ganz viele Fingerabdrücke hinterlassen. Wo meine Pistole ist, das weiß ich nicht. Ich wusste nicht, dass sie weg war bis zu dem 5. Oktober, als die Polizei bei mir war. Ja, aber man achtet doch drauf, eine Pistole ist eine Schusswaffe. Das ist kein Stück Seife, was irgendwo mal verloren geht und die Badewanne runterrutscht oder sonst was. Außerdem, ich meine, klar, deine Pistole wirst du weggeschmissen haben, nachdem du mich niedergeschossen hast. Und ich meine, Gott sei Dank, dass der Platzwart Willi vorbeigekommen ist und dass du nur in meine Beine schießen konntest und mich nicht umgebracht hast. Also jedenfalls ist richtig, dass der Täter oder die Täterin gestört worden ist von diesem Platzwart. Allerdings wissen wir eines nicht, ob der oder die Täterin noch mehr vorhatte, ob sie getötet werden sollten, ja oder nein. Wir können nicht einfach unterstellen, dass sie als Opfer getötet werden sollten. Deshalb hat die Staatsanwaltschaft auch nur schwere Körperverletzungen angeklagt. Victor, du bist hier nicht das Opfer. Achim ist tot, ja? Achim ist tot. Warum? Warum? Warum ist das passiert? Und was mich eigentlich auch sehr interessieren würde, was weiß eigentlich Susanne von der ganzen Sache? Wo ist sie überhaupt? Katrin. Hat sie es nicht ausgehalten, mit so einem Mörder zusammen zu sein, oder was? Lässt du bitte Susanne aus dem Spiel? Du weißt ganz genau, dass ich seit 4 oder 5 Monaten überhaupt keinen Kontakt mehr zu ihr habe. Und außerdem, darum geht's da jetzt gar nicht. Also Susanne Eck, die Ehefrau, darauf spielen Sie an, nicht? Susanne ist Viktors Ehefrau und ist ungefähr seit, ich weiß es auch nicht, so ein paar Monaten verschwunden. Und was mich ehrlich gesagt wundert, die beiden haben eine 7-jährige Tochter. Hör auf jetzt, sie hat damit gar nichts zu tun. Einfach das Kind einfach irgendwie im Stich. Katrin. Also irgendwas ist da faul. Noch Fragen an die Angeklagte im Moment. Nein, danke, eine weitere Frage. Sie nehmen bitte neben Ihrem Verteidiger Platz. Herr Eck, ich möchte Sie als Zeuge dazu hören. Ja. Herr Eck, Sie nehmen Platz. Und als Nebenkläger kann man immer das eine oder andere sagen, aber als Zeuge steht man unter Wahrheitspflicht, das wissen Sie als Polizeibeamter. Kann ich mich kurz fassen, Paragraph 55, muss ich Sie trotzdem darauf hinweisen, dass man natürlich schweigen kann, wenn man sich bei wahrheitsgemäßer Aussage selber belasten müsste. Herr Eck, Victor ist Ihr Vorname, Sie sind 29 Jahre alt, wohnen in Koblenz, Kriminalbeamter im Drogendezernat, Dienstgrad, Kriminaloberkommissar und mit der Angeklagten weder verwandt noch verschwägert. Herr Eck, was ist jetzt am 4. Oktober genau auf diesem Schießstand passiert in Koblenz? 21 Uhr in etwa. Ja, also der 4. Oktober war halt ein Dienstagabend oder war ein Dienstag. Dienstagabend habe ich immer Schießübungen. 21 Uhr ist die Zeit, wo ich das mit dem Willi, der Platzwart, ausgemacht habe, weil ich meine Ruhe da habe. Auf jeden Fall war ich da. Katrin hat das auch gewusst, hat es natürlich auch schön ausgenutzt. Und ich hatte meine Kopfhörer auf, habe mich konzentriert auf meine Schüsse, die ich abgeben wollte. Und mit einmal habe ich einen Schlag auf dem Hinterkopf vernommen. Bin zusammengebrochen und bin erst wieder aufgewacht, nach ein paar Minuten vielleicht. Hat eine Augenbinde um die Augen und am Kopf halt, die kam mir so vor, die Mündung einer Pistole. Hat die Person mit Ihnen irgendwie geredet? Nein, gar nichts. Also ich denke, also Katrin hat mich dann auch mit der Pistole an der Schläfe zu diesen Schießständen da rausgenommen, zu den Schießscheiben geführt, hat mich da gefesselt. Und ich wusste ja gar nicht, wie mir geschieht. Also ich habe natürlich auch gefragt, was soll das? Ich dachte, ich bin im Film, bis plötzlich mir das Trommelfell geplatzt ist, weil neben mir halt ein Schuss eingeschlagen ist. Nicht nur einer, zwei, drei. Ich habe nur noch geschrien und ja, das war aber erst das Vorspiel, makabererweise. Katrin ist eine sehr, sehr gute Schützin und ja, dann hat sie halt angefangen, mir ins rechte Bein zu schießen und von dem Schmerz bin ich dann wohl ohnmächtig geworden oder es war so und alles Weitere ist dann, was ich sagen kann, dass ich wieder erwacht bin, der Rettungsdienst über mir war und ja, mir sagte, dass mir in die Beine geschossen wurde.
Also meine Mandantin hat es ja bereits im Vorfeld gesagt, dass sie nicht die Einzige ist, die Beschuldigungen gegenüber dem Herrn Eck geäußert hat. Herr Eck, das ist doch richtig, dass auch eine Vielzahl ihrer Kollegen Sie für den Tod an Achim Bessler verantwortlich machen. Ist das richtig? Könnte man vielleicht sogar sagen, Sie werden direkt gemobbt? Also das, davon kann man aus, ja, kann man so sagen. Also Sie können sich das ja so vorstellen. Wir waren ein gut funktionierendes Team. Und mit einmal ist alles weg, wird einem alles genommen. Es ist alles weggebrochen. Es ist auch nicht so, dass wenn ich über den Flur im Polizeigebäude gehe, dass die Leute mit mir reden, dass sie in einer gewissen Art und Weise Trauer schenken oder was weiß ich. Nein, es wird halt hinter deinem Rücken gesprochen, es wird weggeschaut. Und ja, Kathrin hat natürlich, gibt ihr Bestes dazu, da auch noch Öl ins Feuer zu gießen. Und bei der Beerdigung von Achim war es halt auch so, dass sie mich verbal angegangen hat und halt der Meinung war, dass ich das Grab verlassen sollte, weil sie nicht möchte, dass der Mörder ihres Mannes da bei der Beerdigung beiwohnt. Ex, Sie haben vorhin selbst beschrieben, dass Ihre Kollegen nach dem Tod von Achim Bessler sich von Ihnen abgewendet haben. Da stellt sich natürlich die Frage, war das vielleicht auch der Grund für Ihre Frau, Sie zu verlassen? Denn es ist doch schon sehr eigenartig. Ich meine, es muss doch irgendetwas vorgefallen sein, dass Ihre Frau erstens die Kinder bei Ihnen lässt und einfach über Monate lang verschwindet. Ah, ist das von vornherein so? Was wollen Sie damit sagen? Sie meinen schlichtweg, dass eine Frau auf ihn geschossen haben soll, oder was wollen Sie damit sagen? Nein, aber die Frage für mich stellt sich, ob vielleicht die Frau Grund gehabt hat, tatsächlich am 4. Oktober selbst am Schießstand gewesen zu sein. Das könnte bedeuten, dass sie hier eine mögliche Täterin ist. Es verschwindet doch nicht einfach eine Frau. Also das Verschwinden der Frau im Zusammenhang mit den Vorwürfen, das ist so nah, da muss es irgendeinen Grund geben. Das ist doch völliger Quatsch. A, Susanne hat keinen Waffenschein. Und B, muss ich zugeben, dass wir ziemlichen Stress miteinander hatten in den letzten anderthalb bis einem Jahr. Und es ist halt auch so weit gegangen, dass wir unserer Tochter zuliebe uns getrennt haben, weil wir einfach der Meinung waren, dass das für das Aufwachsen des Kindes am besten ist. Wir haben uns aber trotzdem das Sorgerecht geteilt. Wir haben uns Wochenenden gesehen. Und ich glaube, März, Mitte März, Ende März, habe ich einen Anruf bekommen von meiner Frau Susanne. Wir haben uns getroffen. Sie hat unsere Kleine bei mir gelassen und wollte sie am Sonntag wieder abholen, was nicht geschehen ist. Und seit diesem Tag habe ich nichts von ihr gehört, weiß nicht, wo sie ist. Ich weiß es nicht. Und es passt nicht zu ihr. Es passt so gar nicht zu ihr. Aber eine Vermisstenanzeige haben Sie ja gar nicht erstattet, ne? Haben Sie versucht, Ihre Ehefrau irgendwie zu finden? Ja, selbstverständlich habe ich das versucht. Über Freunde. Ich habe versucht, auch Bekannte zu fragen. Und sie ist ja auch oft nicht auf Arbeit erschienen, aber ich weiß, dass sie noch lebt und ich merke das im Inneren. Und ich muss da auch danken meinen Freunden, die zu mir halten, die mir auch sehr helfen mit meiner kleinen Tochter. Ja, und dann halt dann ist Vater, der Jakob, der sich auch super um die Kleine kümmert. Ne? Der sie aber auch verantwortlich für das Verschwinden seiner Tochter macht, ne? Ist das nicht so? Der hat mich für immer für alles verantwortlich gemacht. Ach, nicht nur für das Verschwinden, sondern für alles. Und für ihn ist es doch ein super Triumph. Jetzt sind sie getrennt, es hat wieder alles. Der Jakob hatte recht, gucken Sie ihn sich doch an. Der Viktor, was das für einer ist, aber so ist es nicht. Noch Fragen den Nebenkläger im Moment? Nein, danke. Bleibt unvereidigt. Sie nehmen bitte an der Seite Platz. Herr Steiner, bitte. Jakob Steiner. Herr Steiner, bitte nehmen Sie Platz. Danke. Guten Tag. Herr Steiner, ich werde Sie jetzt als Zeuge vernehmen. Das war als Zeuge die Wahrheit sagen muss, das wissen Sie natürlich. Ja. Muss ich trotzdem jedem sagen, Paragraph 55 noch kommt hinzu, dass man schweigen kann, dann, wenn man sich selber bei wahrheitsgemäßer Aussage einer Straftat bezichtigen müsste. Herr Steiner, Ihr Vorname ist Jakob, Sie sind 47 Jahre alt und wohnen in Mainz. Kriminalbeamter im Drogendezernat ebenfalls, Kriminalhauptkommissar Dienstgrad und mit der Angeklagten sind Sie weder verwandt noch verschwägert. Nein. Herr Steiner, Sie wissen ja, warum es hier in dieser Verhandlung geht, ne? Natürlich weiß ich, warum ich hier bin. Kathrin soll auf meinen werten Herrn Schwiegersohn geschossen haben. Aber sie bestreitet das natürlich. Es sei denn, es gibt irgendwelche neuen Entwicklungen, von denen ich nichts weiß. Sie sagt weiterhin, dass sie nicht geschossen habe. Das kann ich mir denken. Mir würden allerdings einige Leute einfallen, die Grund genug gehabt hätten, Viktor mal einen Denkzettel zu verpassen. Herr Steiner, ja zum Beispiel Sie, oder? Ich meine, Sie hätten doch genauso ein gutes Motiv. Sie tun seit Tagen, seit Monaten eigentlich Ihren Schwiegersohn verdächtigen, dass er verantwortlich wäre für das Verschwinden Ihrer Tochter. Wenn er nicht gewesen wäre, dann wäre Susanne heute noch bei uns und wäre nicht irgendwo unterwegs. Susanne ist
immer so ein lebensfrohes, lebenslustiges Mädchen gewesen. Ja, ja, dein Sonnenschein, immer. Ja, und du hast alles kaputt gemacht. Du hast sie doch von uns weggetrieben. Du immer, du schiebst... Ach, ich weiß nicht, wie oft ich das schon sage. Hör doch einfach auf. Hör doch einfach auf, mal hinter deinem Schleier zu leben. Deine Tochter, meine Frau, die nicht zu mir passt. Nicht mit dem, nicht mit dem. Wenn Susanne von vornherein auf mich gehört hätte, dann wäre das alles überhaupt nicht passiert. Die ganze Art und Weise. Ja. Ich frage Sie ganz direkt. Haben Sie am 4. Oktober auf Ihren Schwiegersohn geschossen, nachdem Sie ihn zuvor am Schießplatz überwältigt haben? Entschuldigung, Herr Höchst, da habe ich, glaube ich, wirklich schon intelligentere Fragen von Ihnen gehört. Glaube ich. Wenn das Ihre Mund klingt das ja wie ein Lob, ja. Ja, ich sagte, glaube ich. Wenn das sein Motiv gewesen sein soll, etwas über die verschwundene Tochter herauszubekommen, dann hätte er doch zwingend etwas sagen müssen, da am Schießstand. Dann hätte er ihn doch fragen müssen, er hätte ihn bedrohen müssen. Er schießt doch nicht einfach, sagt kein Wort. Oder sehen Sie das anders? Also, Herr Staatsanwalt, Intelligenz ist ja nicht unbedingt Ihre Stärke, aber Sie vergessen... Meine Herren, darum geht es hier nicht. Der Täter ist gestört worden, Frau Vorsitzende. Und außerdem ist Herr Jakob Steiner ein geübter Schütze. Für ihn ist es gar kein Problem, diese Schüsse abzugeben. Er kannte die Gewohnheiten seines Schwiegersohnes. Er wusste, dass er am Dienstagabend versuchen Sie mir jetzt noch irgendwelche Beziehungen zu dieser Schießerei darzustellen? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Natürlich bin ich ein geübter Schütze. Aber warum denn? Weil ich seit über 20 Jahren bei der Kriminalpolizei bin. Eins noch. Ich habe von vornherein Susanne gesagt, dass das nichts wird mit Viktor. Ich habe ihr gleich von dieser Beziehung abgeraten. Das haben Sie vorhin schon angedeutet. Ihr habt es nicht verstanden. Was meinen Sie damit? Wenn Sie bei der Kriminalpolizei was werden wollen, dann müssen Sie Ihre gesamten persönlichen Dinge in den Hintergrund stellen. Dann sind Sie nur noch Polizist mit Leib und Seele und zu 100%. Da ist eine Familie, ein familiengerechtes Leben ist überhaupt nicht möglich. Sie stellen alles in den Hintergrund. Dazu kommt eine immense psychische Belastung. Ich habe das damals unterschätzt. Genau wie viele andere. Meine Ehe ist dadurch sehr früh in die Brüche gegangen. Und das wollte ich Susanne ersparen, damit sie nicht das gleiche Schicksal erleidet. Ja, und deshalb hast du sie immer da belabert mit. Und hast sie letztendlich davongetrieben, oder nicht? Und immer den Keil zwischen uns geworfen. Und immer wieder. Ich hab's verstanden, so kommen wir nicht weiter, meine Herren. Ja? Eine Bemerkung sei mir noch gestattet. Viktor, du solltest endlich mal zu deinen eigenen Fehlern stehen. Immer schiebst du nur alles auf andere. Nie stehst du zu deinen eigenen Fehlern. Du allein bist schuld, dass Susanne weggelaufen ist. Du allein bist schuld, dass Susanne die Beziehung zu dir abgebrochen hat. Und du allein hast auch auf Achim geschossen. Ach, hör auf. Lass ihn ausreden. Ja. Wie kommen Sie darauf, Herr Steiner? Sie sind Polizeibeamter. Sie wissen genau, was Sie sagen hier. Wie kommen Sie drauf? Sie kennen doch das Ergebnis der Ermittlung. Hier. Ja, ich möchte nicht wissen, wer bei diesen Ermittlungen nachgeholfen hat. Eins weiß ich genau. Das Ganze war kein Zufall. Ich habe seinerzeit Viktor selber ausgebildet im SEK. Und ich muss sagen, trotz aller Differenzen, die ich mit ihm hatte, er war mit Sicherheit einer meiner besten Leute. Und das ist auch der Grund, warum ich glaube, dass er lügt. Warum? Nehmen wir mal an, es hat diesen Hinterhalt wirklich gegeben. Weiß ich nicht. Ich war ja nicht dabei. Nur dann wäre es unmöglich gewesen, dass ihm jemand seine Waffe wegnimmt, ohne dass es da einen Kampf von Angesicht zu Angesicht gegeben hätte. Das kann einfach nicht sein. Ich glaube, da stecken ganz andere Sachen dahinter. Herr Steiner, wer steckt denn dann bitte Ihrer Ansicht nach dahinter? Dann reden Sie jetzt auch Klartext. Gut, ich habe also, nachdem damals die Ermittlungen zu seinen Gunsten eingestellt worden sind, habe ich privat weiter recherchiert. Ich habe ja noch Beziehungen in die Szene und da sind einige interessante Sachen ans Licht gekommen. Viktor und Achim haben zusammen Drogengeschäfte gemacht. Die haben sich beide kaufen lassen. Das ist so ein völliger Schwachsinn, was du da erzählst. Jakob, du musst dich irren. Das kann nicht sein. Nein, Herr Steiner, das sind ganz massive Vorwürfe, die Sie hier erheben. Gegenüber einem Polizeibeamten, gegenüber einem anderen verstorbenen Polizeibeamten. Können Sie das in irgendeiner Art und Weise belegen? Ja, im Rahmen einer Ermittlungen bin ich auf eine junge Frau gestoßen. Die kann meine Aussagen zu 100% belegen. Wie heißt diese Frau? Das ist ein junges Mädchen, Milena Borsch. Sie ist zwar erst 19 Jahre, noch recht jung, hat aber schon eine lange Drogenkarriere hinter sich. Jetzt droht ihr wegen einer üblichen Beschaffungskriminalität ein Verfahren. Und sie erhofft sich natürlich, dass sie durch die Aussage hier in der Strafe etwas gemildert wird. Aber ich habe ihre Aussagen überprüft. Die ist zu 100% glaubwürdig. Sie sitzt übrigens draußen und wartet darauf, ihr auszusagen. Sie ist bereit dazu. Noch Fragen an Herrn Steiner derzeit? Nein. Dann werden wir diese Frau Borsch sofort hören. Herr Bauer, bitte. Herr Bauer, draußen auf dem Flur müsste eine junge Frau sein, Milena Borsch oder so ähnlich. Wenn Sie so freundlich wären, diese Frau in den Saal zu bringen, würde sie gleich im Anschluss an ihn vorziehen, als Zeugin vernehmen. So, und Sie nehmen bitte hinten Platz. Jakob, ich möchte auch wissen, wer von uns beiden die Polizeischule mal besuchen sollte, oder? Viktor, schließ doch nicht von dir auf andere. Ich hab's nicht nötig, mir irgendwelche Junkie-Aussagen einzukaufen. Nee, klar. Frau Borsch, Sie nehmen bitte hier vorne Platz.
Frau Bosch, dass man als Zeugin die Wahrheit sagen muss, wissen Sie, nehme ich an. Nicht? Sonst macht man sich strafbar. Man kann aber dann schweigen, wenn man sich selber bei wahrheitsgemäßer Aussage belasten müsste. Zu Drogengeschäften zum Beispiel kann man sagen, dazu sage ich nichts. Nur lügen dürfen Sie zu keiner Zeit. Frau Bosch, Milena ist Ihr Vorname, soweit weiß ich es, wenn der richtig ist. Wie alt sind Sie? 19. Und wo wohnen Sie? In der Rolfinger Straße 13 in Koblenz. Was sind Sie vom Beruf? Ich habe nichts gelernt und bin arbeitslos. Sind Sie mit der Angeklagten verwandt oder verschwägert? Nein, die kenne ich nicht, aber es ist doch die Frau von Achim, oder? Was fällt dir ein, dich hier hinzusetzen und Lügen zu verbreiten über meinen toten Mann? Ey, was hast du eigentlich für ein Problem? Ich habe dem Alten zumindest keine Scheiße erzählt. Er hat mir ein paar Fragen gestellt und ich habe sie beantwortet. Ja, okay, wir haben einen Deal laufen. Ich habe halt Scheiße gebaut in so einem Laden. Ein bisschen Schmink und so ein Zeug mitgehen lassen. Naja, und die Bullen stressen mich jetzt halt. Und dass ich meinen Arsch retten will, ist doch wohl logisch, oder? Und mit meiner Aussage tue ich hier keinem was. Das hoffe ich und lassen Sie sich bitte nicht beeinflussen von Frau Bessler, sofern Sie die Wahrheit sagen. Der Jakob Steiner, der da hinten sitzt, hat eben erzählt, dass Sie ihm erzählt hätten, dass Achim Bessler in Drogengeschäfte verwickelt gewesen sein soll. Was wissen Sie jetzt darüber? Achim war halt sehr geschickt gewesen. Er hat halt Kohle dafür kassiert, damit er den Mund hält, wenn ein Deal läuft. Und die wichtigen Leute hat er halt vor Razzien geschützt. Und als Gegenleistung hat er halt Zeug für den Eigenbedarf und eine kleine Finanzspritze bekommen. Also wir reden von Bestechlichkeit jetzt erstmal. Ja, Achim war halt in der Szene ziemlich bekannt gewesen. Und alle haben halt auch dicht gehalten, weil ja auch alle was davon hatten. Am Anfang hat er immer seine Pilzchen, Amphetamine und so ein Zeug bekommen. War wohl ein harter Job, den er da gemacht hat. Da hat er wohl was gebraucht, um wieder besser draufzukommen. Naja, und die Kohle, die Drogenbosse ihm bezahlt haben, die haben dir deutlich wehgetan. Im Grunde genommen hat der Bulle sich ganz schön verarschen lassen. Der hätte viel mehr Kohle kassieren können. Das ist doch das Allerletzte, was du da sagst. Auf keinen Fall. Er ist nie korrupt gewesen, nie. Er hat das überhaupt nicht nötig und mit Drogen hat er erst recht nichts zu tun gehabt. Er war Polizist und das auch von der ganzen Einstellung her. Ja, wir hatten vielleicht Schulden mit dem Hausbau, aber er hätte sowas nie gemacht. Weiß ich nicht, aber was du hier erzählst, ich bin sein Partner gewesen. Ey, pass mal Katrin, auf, ich hätte dir jetzt gesagt, Scheiße, will sich doch hier nur aus der Scheiße holen. Frau Bosch, haben Sie Achim Bessler persönlich gekannt? Achim kannte jeder. Er war ja auch echt nett. Naja, ich bin seit 3 Jahren ungefähr bin ich drauf und seitdem kenne ich ihn auch. Und naja, irgendwann war ich halt mal abgebrannt gewesen. Die lügt nicht. Und er hatte noch Zeug gehabt. Und als Gegenleistung dafür habe ich es ihm halt besorgt. Was? Jetzt lüg nicht so. Er würde sowas nie machen. Was hat Jakob dir bezahlt, um sowas zu sagen? 500 Euro? 1000 Euro? Ha? Das ist nicht Achim. Frau Bessler, Sie werden leider nicht die Erste, die sich sehr täuscht in einem Menschen, den sie geglaubt hat, zu kennen. Aber ich würde gerne von Ihnen wissen, Frau Borsch, ob Sie den Nebenkläger kennen. Haben Sie den schon mal gesehen? Ja, er war immer mit Achim unterwegs. Aber der hat mit der ganzen Sache gar nichts zu tun gehabt, oder? Ey Mädchen, pass auf, was du sagst. Er muss davon gewusst haben. Was ist denn jetzt los? Ich denke, ich soll nur das sagen, was ich auch weiß. Richtig, Frau Bosch und Herr Steiner, Sie wissen ganz genau, dass man da nicht dazwischen geht. Frau Richterin, Viktor und Achim sind ein Team gewesen. Ja. Wir haben immer eng zusammengearbeitet. Es kann überhaupt nicht sein, dass Achim Drogengeschäfte macht, ohne dass Viktor was davon weiß. Das geht überhaupt nicht. Was ich mir natürlich vorstellen kann, dass nur Achim in der Szene aufgetaucht ist und Viktor sich immer schön im Hintergrund gehalten hat und nur die Kohle kassiert hat. Das traue ich ihm zu. Also ich bleibe bei meiner Aussage. Der hat von der ganzen Sache nichts gewusst. Viktor, wen hast du denn jetzt inzwischen für deine krummen Geschäfte gewinnen können? Hey. Der Busch, den Leute? Komm mal, Butter bei der Fische jetzt. Ich lass mich doch hier. Korruption auch noch, oder was? Warum sitzen wir denn hier? Wir sitzen hier, weil ich angeschossen wurde. Das ist völlig richtig, Herr Eck. Aber haben Sie gewusst, dass Ihr Kollege Achim Bessler bestechlich ist? Hab ich nicht. Also ich habe davon nichts gemerkt. Das tut mir leid, ich bin entsetzt. Also. Ich kann dazu nichts sagen, ich wusste es nicht. Frau Richterin, was Sie mit diesen Informationen anfangen, das bleibt Ihnen überlassen. Ich bin aber der festen Überzeugung, dass die Drogenbosse Viktor einen Denkzettel verpassen wollen. Vielleicht wollen Sie ihn auch nur zum Schweigen bringen oder dazu bringen, dass er weiter für Sie arbeitet. Ich weiß nicht. Und jetzt lässt er die arme Witwe dafür bluten. Typisch Viktor. Ich kann nur eins sagen. Viktor, du bist eine Schande für die Familie. Und mehr möchte ich jetzt auch gar nicht dazu sagen. Und wenn Sie mich jetzt erübrigen könnten, dann würde ich den Saal gerne verlassen. Ich muss mich mal dringend telefonieren.
Sie können natürlich jederzeit den Saal verlassen, Herr Steiner. Ich weiß ja, wie ich Sie erreichen kann. Okay. Wollen wir danach eine Kugel Eis essen gehen? Schoko? Vanille? Schoko. Schoko. Opa, wie lange dauert das noch? Anna, mein Schatz, es dauert nicht mehr lange. Kleinen Moment noch, dann können wir nach Hause fahren, okay? Und der Papa? Du, der muss drin noch ein paar Fragen beantworten. Das dauert noch ein bisschen. Darf ich zu Ihnen hin? Nee, bleib mal schön hier. Pass auf, du, der Opa geht jetzt eben ganz kurz ans Auto. Ich muss ein paar Sachen holen. Ich bin aber gleich wieder da, okay? Darf ich mit? Ach, weißt du, bleib doch hier bei der Steffi und hör noch ein paar Kassetten. Das machst du doch so gerne, ne? Bis gleich, du. Na komm, hör mal noch ein paar. Zeig mal, was wir mit haben. Magst du TKKG hören? Nee. Vielleicht ist ja noch einer im Kassettenrekorder drin. Warte mal. Ich hör mal rein. Oh. Hanna, was ist denn das für eine Kassette? Da spricht ja deine Mama. Woher hast denn du die? Hast du Mama gesehen oder mit ihr gesprochen? Ist das, nein. Hast du sie von ihr? Nein. Von wem hast du die Kassette? Das ist ganz wichtig, dass du das sagst. Also Frau Bessler, ich frage mich jetzt wirklich, ob Sie das heute erst in der Verhandlung erfahren haben, was Ihrem Mann hier zur Last gelegt wird. Diese ganze Drogenkarriere und alles, was damit zu tun hat, das müssten Sie doch als Ehefrau vielleicht schon mitbekommen haben. Und vielleicht ging es bei dieser Tat da gar nicht darum, ihn verantwortlich zu machen für den Tod Ihres Mannes. Kleinen Moment, bitte. Wer sind Sie? Hey. Ist was mit Hanna? Na? Nein, nicht wirklich. Ich bin die Tagesmutter von Hanna, Steffi Brück. Und wir haben draußen, um uns die Zeit zu überbrücken, ein wenig Kassette gehört. Und da war eine Kassette dabei, da hat Hannas Mutter gesprochen. Wie bitte? Dann möchte ich die Kassette bitte hören. Und das ist auch keine gewöhnliche Aufnahme oder eine alte, denn sie hat von Hannas Geburtstag geredet und der war erst vor 5 Wochen. Ja, dann spiele ich einfach mal, wo drücke ich da drauf? Auf den blauen Knopf. Auf den blauen und spiele einfach ein Stück mal vor. Gut. Hallo Hanna, mein kleiner Schatz. Heute ist dein 7. Geburtstag. Du wirst so groß und ich kann nicht dabei sein und mit dir feiern. Aber bitte sei nicht traurig, die Mami denkt ganz doll an dich und ich verspreche dir, dass wir deinen Geburtstag bald nachfeiern. Wenn ich wieder bei dir sein kann, tun wir einfach so, als wäre dann nochmal dein Geburtstag, ja? Und dann mache ich deinen Lieblingskuchen. Und du kannst alle deine Freunde einladen, so viel du magst. Ich hoffe, der Papi hat dir auch einen großen Geburtstagskuchen gebacken. Und ihr feiert dann alle zusammen zu Hause. Versprich mir, dass du nicht traurig bist. Denn am Geburtstag darf man nicht traurig sein. Ja, meine Große? Die Mami drückt dich ganz doll. Heck. Ist das Ihre Frau? Das ist die Stimme meiner Frau, ja. Anna. Die Mama, ne? Wollen wir beide über diese Kassette von der Mama mal sprechen? Ja? Vielleicht hilft dir. Ja? Okay. Noch Fragen? Dann nehmen Sie bitte hinten Platz. Noch Fragen an die Zeugin Borsch? Nein, unvereidigt. Hanna, nimm einfach mal auf diesem Stuhl Platz da, weißt du? Setzt du dich erstmal da hin. So. Hanna, dann würde ich dir ein paar Fragen stellen. Ja? Und du weißt ja, dass es so im Leben so ist, dass man nicht lügen darf, oder? Haben dir deine Eltern immer gesagt. Das ist bei uns ja genauso. Hanna, wie alt bist du denn? 7. 7. Und du gehst mit Sicherheit in die Schule? Ja. Welche Klasse? In die erste. In die erste. Und dein Nachname ist Eck, wie dein Vater. Und du wohnst bei deinem Vater. Ja. Verwandt oder verschwägert mit der Angeklagten? Ihre Tochter nicht. Hanna, du sitzt mir zu weit weg da unten. Guck mal, du kannst hier durchkommen. Guck mal, da ist so eine kleine Tür. Ja, dann kommst du zu mir hoch. Und hier oben machen wir dir Platz. Guck mal hier. Wenn du dich hier hinsetzt, guck mal hier, kommst du da rein? Ja. Dann sind wir nicht so weit auseinander. Guck mal, wir haben uns ja diese Kassette eben angehört. Und das ist die Stimme deiner Mama. Ja, richtig? Hat dir deine Mama die Kassette geschickt? Nein. Hat sie dir dein Papa gegeben? Der durfte das nicht wissen. Ach so, der durfte das nicht wissen, ja. Wer durfte das denn wissen? Darf ich nicht sagen. Ich glaube schon, dass du das sagen darfst, Hanna. Weißt du, keiner ist böse, wenn du das uns jetzt erzählst. Weißt du, der Papa macht sich ja auch Sorgen um deine Mama. Wir wollen doch wissen, ob es ihr gut geht. Willst du
Muss ich sagen, wer dir diese Kassette gegeben hat? Wenn du was weißt, dann sag es. Das ist okay. Vom Opa. Jede Woche eine. Jede Woche eine? Von deinem Opa? Viktor, was macht Hanna hier? Steffi, müsste die Kleine jetzt auch nur in diese ganze Sache hier mit reinziehen? Ja, das weiß ich doch nicht. Von dir möchte ich auch gerne mal ein paar Fragen beantwortet haben, ey. Das kann doch wohl nicht sein, dass die Kleine hier noch mit reingezogen wird. Ich finde das nicht gut. Ich finde es im Moment auch nicht gut. Was hier abläuft, lass dich nicht beeinflussen, Hanna. Mama! Susanne? Oh, mein Schatz! Mein Schatz, komm her, ich hab so lange auf dich gewartet. Schatz. Spreche ich. Die Mami lässt dich nicht mehr allein, okay? Jetzt musst du nur mal ganz kurz warten, noch mal, glaube ich. Frau Brück, bringen Sie bitte mal die Hanna wieder nach draußen. Ich möchte aber bei Mama bleiben. Das glaube ich dir. Aber im Moment, du kennst doch die Frau Brück. Könnt ihr noch mal draußen warten im Moment? Ja, kurz mit der Steffi. Mama kommt gleich raus. Ja? Ja? Mama kommt gleich nach. 60. V1 unter 60, unbeeidigt. Frau Eck, dann darf ich Sie gleich bitten. Vielen Dank, Herr Bauer, hier vorne Platz zu nehmen. Frau Eck, ja, hier, gern. Auf diesem Stuhl. Frau Eck, ich werde Sie jetzt als Zeugen vernehmen und Sie wissen, dass man bei Gericht die Wahrheit sagen muss. Und zur Wahrheit gehört Vollständigkeit. Man kann aber dann schweigen, wenn man sich selber bei wahrheitsgemäßer Aussage einer Straftat bezichtigen müsste. Frau Eck, Susanne ist Ihr Vorname. Wie alt sind Sie? 28. Und wo wohnen Sie jetzt? In Koblenz, Steiner Straße 12. Aber im Moment im Krankenhaus, auch in Koblenz. Was sind Sie vom Beruf? Hotelkauffrau, aber ich habe meinen Job verloren. Sind Sie mit der Angeklagten verwandt oder verschwägert? Nein, aber wir sind gute Freundinnen. Susanne, aber wieso im Krankenhaus? Was? Victor, ich erkläre dir alles später, okay? Krank, oder was ist denn passiert? Also, Frau Eck, was auch immer, also Sie haben mit Sicherheit eine Menge Ihrer Familie zu erklären. Aber später in aller Ruhe. Jetzt nur im Moment geht es hier ja um eine ganz andere Frage. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen, aber hier ist Ihre Freundin angeklagt, auf ihren Ehemann hier geschossen zu haben, weil sie vermutet, so die Staatsanwaltschaft jedenfalls, dass ihr Mann ihren Ehemann erschossen habe. Ja, und sie soll dann auf die Schiene. Ich weiß Bescheid. Also wir sind ja gute Freundinnen. Auf jeden Fall waren wir gute Freundinnen, bevor ich weggegangen bin. Aber ich kann mir auch nicht erklären, was sie geritten hat, dass sie sowas macht, dass sie Viktor ins Bein schießt. Also eins weiß ich, dass sie ihm Unrecht tut, das ist klar. Aber warum sind Sie da so sicher, dass sie es gewesen ist? Ich weiß das von meinem Vater. Der hat mir erzählt, dass alle, also viele auf jeden Fall, und ganz weit vorne ist sie, der Meinung sind, dass Viktor Achim beim letzten Einsatz umgebracht hat. Aber ich weiß, das stimmt nicht. Susanne, wach endlich auf! Viktor und Achim haben gemeinsam eine Sache gemacht. Viktor hat sich ein bisschen Geld nebenbei verdient. Das mit Drogenverkauf, wo dann du bald gestorben wärst. Papa, ich sag's. Sein. Ich sag's dir jetzt noch einmal in aller Deutlichkeit. Viktor hat von nichts etwas gewusst. Er hat nicht gewusst, dass Achim sich hat kaufen lassen. Aber Frau Eck, Sie haben davon gewusst. Sie haben von Achim Besslers, ich will mal sagen, zweitem Standbein gewusst. Ja. Ja, aber bitte, Susanne, erklär doch mal. Ich verstehe das alles nicht. Ja, also als wir uns getrennt haben, war ich halt völlig allein mit der Kleinen. Ich war völlig überfordert. Ich wusste gar nicht, was ich machen soll. Ich weiß nicht, vielleicht ist das nicht normal. Also ich konnte mit der Situation auf jeden Fall nicht umgehen. Ich bin dann zu unserem Freund Achim gegangen. Ich meine, den kennen wir ja beide, kannten ihn ja beide. Und er hat auf jeden Fall versucht, ganz objektiv die Sache zu sehen und mir zu helfen, unter die Arme zu greifen. Und ich bin einfach. Also sind Sie zu Achim Bester und er hat Ihnen geholfen, oder wie? Ja, also wie gesagt, ich habe mir halt helfen lassen von Achim und dann eines. Womit? Womit haben Sie sich helfen lassen? Ja, er kam dann irgendwann mit so einer kleinen Pille, also ein Amphetamine, ein Glücklichmacher. Ja. Er hat halt gesagt, ja, er nimmt das selber ab und zu, das macht gar nichts, das hilft einem, das putscht ein bisschen auf und das hat ja auch geklappt. Aber irgendwann musste ich dann halt auch verstehen, dass das Selbstbetrug ist. Also das ging so lange, bis er dann gemerkt hat, dass ich das irgendwie
offensichtlich nicht mehr ganz unter Kontrolle habe. Ich habe also mehr gebraucht. Ich war unerträglicher geworden. Tagsüber hat mein Alltag nicht mehr hingekriegt. Er hat das alles von außen beobachtet und hat dann für sich entschlossen, dass er mir nichts mehr gibt. Hat einfach den Hahn zugedreht. Ja, und Ihre Familie hat von Ihrer Sucht nichts mitbekommen? Nee. Naja, also es hat ja bei mir selber ein bisschen gedauert, bis ich das verstanden habe, dass ich süchtig bin in diesem Sinne. Also irgendwann musste ich das schon einsehen, als dann so der ganz normale Tagesablauf eben nicht mehr geklappt hat. Und ja, ich habe sogar 2-3 Mal vergessen, meine Tochter abzuholen von der Schule. Ja. Dann habe ich also beschlossen, die Kleine zu ihm zu bringen und ja. Ja, aber selbst da, ich hätte dir doch geholfen. Du hättest doch einfach mal mit mir reden können. Einfach nur mal reden. Nein, das haben wir doch sonst auch immer gemacht. Ja, sonst immer. Weiß doch, wie das war die letzte Zeit. Da ging doch gar nichts. Außerdem hatte ich große Angst, dass ich das Sorgerecht dann noch verliere. Und wenn du damit rausgehst und das... Aber Frau Eck, Ihr Vater wusste ja von Ihrer Sucht. Seit wann? Ja, der wusste Bescheid. Natürlich auch erst relativ spät. Also es war die letzte Zeit nicht einfach mit ihm. Also hat halt... ja, immer schon in meiner Ehe rumgebohrt und hat Viktor nie gern gesehen an meiner Seite. Und ich habe mich dann entschlossen, hinzugehen und ihm das zu erzählen. Herr Steiner, Sie haben also gewusst, wo Ihre Tochter steckt die ganze Zeit? Ja, sie hat sich nach ein paar Wochen, nachdem sie verschwunden hat, bei mir gemeldet. Ich meine, unser Verhältnis war in letzter Zeit nicht immer das Beste, aber sie ist meine Tochter. Und wenn Not am Mann ist, dann bin ich natürlich für sie da. Ich muss dir allerdings versprechen, niemandem was zu sagen. Und Viktor natürlich auch nicht. Ja, ist klar, das fällt dir am leichtesten. Frau Eck, zum Teil ja, zum Teil nein. Machen Sie an sich wieder einen etwas gefestigteren Eindruck jetzt. Geht es Ihnen jetzt besser? Ja, also das muss ich schon sagen. Es geht mir besser, seit ich in der Gruppe bin, in der Therapie. Ist noch nicht ganz abgeschlossen, aber den Eindruck habe ich, ich weiß auf jeden Fall jetzt, was ich will. Ich will meine kleine Familie. Ich will Viktor zurück, ich will meine Tochter und ich will diese Drogengeschichte nicht sehen. Frau Eck, wie kommt es dazu, dass Sie hierher gekommen sind? Ja, also ich war bis eben gerade noch in einem Café hier gegenüber, weil ich halt da sein wollte, ohne dass ich wirklich da bin. Ich wollte meine Tochter zumindest durch die Scheibe mal gesehen haben. Und naja, da kam halt Papa wieder an, hat mir wieder erzählt und ja, und Viktor und fing dann an, auf ihn wieder rumzuhacken und da habe ich schon gemerkt, also ja, hier ist doch eigentlich mal ein guter Moment, dass ich das, was ich halt in der Gruppe... Was man theoretisch zu Ihnen sagt, Verantwortung zu übernehmen jetzt... Genau, das halt dann auch mal zu machen und ich bin hier so ein bisschen am Fliegen, auch innerlich. Vielleicht das merke ich. Und Achim hat... Hat Ihr Mann etwas gewusst, dass Achim? Also ich weiß, dass es Achim völlig, völlig gegen den Strich ging. Und es ging ihm auf jeden Fall nicht gut damit, dass er ihn hintergangen hat. Und das weiß ich auf jeden Fall, dass er große Schwierigkeiten damit hatte. Und? Was ist mit mir? Das ist alles eine große Lüge gewesen. Ich kenne diesen Mann nicht einmal. Er ist tot und all diese ganzen Sachen, ich komme damit. Er hat dich wirklich geliebt. Das weißt du doch. Er wollte aussteigen. Ja, aber... Ich weiß das, er wollte aber das für euch. Aber es ist nicht rausgekommen. Er hat es nicht getan. Und was ist jetzt die ganze Wut, die ich gehabt habe? Auf Viktor. Bessler, wollen Sie Ihre Aussage von vorhin noch was dazufügen? Ich habe Viktor angeschossen. Aber nur, weil ich gedacht habe, dass es mir dann auch besser geht. Aber das tut es nicht. Viktor, gib zu, dass du ihn umgebracht hast. Bitte, es wird mir helfen. Katrin. Ich habe Achim hier erschossen. Ich will hier keinen Namen nennen, ja, aber ich kenne auch keinen. Aber ich kann nur so viel sagen, ich weiß mittlerweile, warum man Achim umgenietet hat. Warum? Naja, er wollte aussteigen und deswegen ist er in der Szene unbequem geworden. Deswegen wollte man ihn loswerden. Aber warum, wieso, weshalb und wo, weiß ich alles eigentlich auch gar nicht.
Ich kann dir nur eins sagen. Er hatte mit der ganzen Sache nichts zu tun und wusste von nichts, von gar nichts. Spricht man irgendwo in der Szene drüber, warum Herrn Bessler halt sterben muss? Ja, weil er halt aussteigen wollte. Er war Gefahr für diese Drogenbosse geworden. Und die haben sich dann natürlich damit gebrüstet. Sie fanden das ganz geil, einen Bullen umgenietet zu haben und dass ihm keiner nachkommen konnte und ihnen das beweisen konnte. Frau Bessler, was haben Sie mit Ihrer Pistole gemacht? Ja, die habe ich in den Rhein geschmissen. Noch Fragen an die Zeugin Eck? Danke, nein, Frau Vorsitzende. Bleibt unvereidigt. Vielen Dank, Frau Eck. Noch Anträge? Schließlich die Beweisaufnahme, Herr Staatsanwalt Römer. Frau Vorsitzende, der Verdacht ist nicht ausgeräumt. Da steht noch im Raum, dass hier eine Hinrichtung stattfinden sollte. So war das Ganze inszeniert, mit verbundenen Augen an die Wand gestellt. Das Motiv Selbstjustiz, ihn verantwortlich machen für den Tod ihres Mannes, liegt ganz klar nach wie vor auf dem Tisch. Es war nicht Gegenstand der Anklage. Entsprechend kann auch nur verurteilt werden wegen der Freiheitsberaubung, die sie begangen hat. Sie hat das Herz eingeräumt, sie hat ihn gefesselt. Und wegen der schweren Körperverletzung, die hat sie ihm zugefügt. Sein Bein wird auf Dauer steif bleiben. Und ich halte da eine Freiheitsstrafe von 2,5 Jahren durchaus für Tat und Schuld angemessen. Vielen Dank, Herr Staatsanwalt Römer. Herr Rechtsanwalt Höch. Hohes Gericht, meine Mandantin ist physisch und psychisch am Wrack. Sie leidet unter dem Tod ihres Mannes. Und sie hat eine Tat begangen, die sie letztendlich hier in der Hauptverhandlung gestanden hat. Sie zeigt Reue. Und ich meine, das Gericht ist in der Lage, hier ein faires und mildes Urteil zu finden, dass ich Ihnen das Ermessen des Gerichts stelle. Herr Eck, als Nebenkläger können Sie einen Antrag stellen. Also ich muss sagen, dass Sie tut mir leid. Und der Verlust von Ihrem Mann ist natürlich schwer, aber sie wird nicht drum herum kommen, dafür bestraft zu werden. Sie haben das letzte Wort, Frau Bessler. Es tut mir so leid. Im Namen des Volkes ergeht folgendes Urteil. Die Angeklagte wird wegen schwerer Körperverletzung in Tateinheit mit Freiheitsberaubung zu einer Freiheitsstrafe von 2 Jahren verurteilt, ausgesetzt zur Bewährung. Und sie trägt die Kosten des Verfahrens und die notwendigen Auslagen des Nebenklägers. Bitte nehmen Sie Platz, meine Damen und Herren. Die Staatsanwaltschaft hat es angesprochen, es ist ein wahnsinniges Problem, wenn man hier einfach zur Selbstjustiz greift. Und die Schilderung dieses Falles hat doch ganz klar gezeigt, Frau Bessler, wie kommt man dazu? Man hat selber so eine Vermutung und dann gerade bei der Selbstjustiz, man steigert sich in eine Geschichte rein, wird von anderen unterstützt, die auch irgendwo meinen, ja, dieses Ermittlungsverfahren, nein, das konnte man so nicht einstellen. Und plötzlich, das wird eine ganz einseitige Sache. Und Sie haben noch etwas gesagt, ja, Sie hatten gedacht, danach fühlten sie sich besser. Aber sie haben es gemerkt, man fühlt sich nicht danach besser, dass man zur Selbstjustiz greift. Ich glaube Ihnen nur in einem, dass Sie nicht gewollt haben, dass er hier das Knie, dass es auf Dauer steif bleibt, in der die Schussrichtung zunächst einmal, war die in den Oberschenkel und Sie sind eine gute Schützin. Deshalb Bewährung, allerdings 2 Jahre und mit einer besonderen Auflage, Sozialdienst zu machen. Das werde ich Ihnen im Einzelnen sagen. Gegen dieses Urteil gibt es Rechtsmittel der Berufung der Revision einzulegen binnen einer Woche. Ab heute, Ihr Verteidiger wird Sie beraten. Die Verhandlung ist geschlossen.